macht denn die Leiter da? Was 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 ist denn das jetzt, Leute? Meine Sendung ist noch nicht aus. Wir haben noch ein Spiel. Ey, das kann nicht... Leute, wollt ihr das Licht ausmachen oder was? Hä? Wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommen die Putzdinger rein. Ernsthaft? Moment mal, wir sind live drauf, Kollege. Was ist dir wurscht? Wir haben noch Sendung, wir haben 2.10 Uhr. Ja, ich habe auch meinen Dienst. Bitte was? Ich habe auch meinen Dienst. Hier, Leute, das kann nicht wahr sein. Wo ist denn die Aufnahmeleitung? Du dappst vor die Kamera, du Depp. Du pass auf, sag nur mit Depp und ich hau dir das. Wir sind live drauf, wir haben gerade Live-Sendung. Du machst ja nur Schmutz. Kann bitte mal die Aufnahme leiten? So, Moment mal. Wir haben, wir haben noch Live-Sendung. Wir sind hier bei Sat.1 und bei irgendeinem so Popelsender. Ich hab meinen Dienst, Kruzifix. Sie können euch einfach eine Live-Sendung rauskommen, nehmen Sie das Ding weg. Leute, das kann nicht wahr sein. Ist die Sendung schon aus oder was? Und unsere Sendung läuft noch. Das ist keine Probe oder so ein Quatsch. Ja, du brauchst zu lang. Doch. Was heißt, ich brauch so lange? Ich kann doch nicht. Wie kehrt das? Kann ich das mir nicht machen, oder? So. Sag mal, Leute. Das kann nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Wahnsinniger hier? Das war letzte Woche schon mal so, letztes Jahr. Also bei Karl, da habt ihr durchs Bild. Sag mal, junger Mann, ne? Ich bin nicht der junge Mann, ich bin der Hausmeister da und mach da sauer. So, das war das letzte Mal. Ich bin nicht ein Arschloch, sondern ich hab auch meinen Dienst. Und ich mag auch heim. Ich lass mich von dem Hausmeister hier nicht anscheißen. Das kann... Leute, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. So, meine Damen und Herren, meine Sendung ist gleich aus. Hier ist irgendein Wahnsinniger, der schon aufräumt. So, wir müssen Schluss machen. Wir müssen Schluss machen. Meine Damen und Herren, es muss jetzt jemand ans Telefon. Der Wahnsinniger hat ihn reingelassen. Da hinten ist schon das Licht aus. Da wird schon das Licht ausgemacht. So, sofort ans Telefon, Leute. Hier, die Schippe nimmst du mit, Freund. Und das, hier, Leute, das... Ich bin der Hausmeister, gut, so, fix. Ja, das wissen wir, nur das kommt im Sendebericht, ne? Das kommt im Sendebericht, Leute. Das hier. Dass die Leute von der Reinigung hier schon reinkommen und zumachen wollen. Hallo! Sag mal, so, meine Damen und Herren, meine Sendung ist gleich aus. Jetzt machen wir das... Könnt ihr bitte mal wieder die Lichter anmachen? Wir machen das Licht aus, Putzlicht an. Ja, meine Damen und Herren, es tut mir leid. Also was hier heute passiert, kommt gleich Frank Elzer ran wahrscheinlich. Ja, meine Damen und Herren, das Licht ist aus. Es hilft nichts. So. Sag mal, will der mich verarschen oder was? Hä? Das ist die Dekoration für die nächste Sendung und die warten draußen, dass anfangen können. Ja, aber eingeleuchtet wird erst nach der Sendung für die neue Sendung. Und nicht jetzt. Leute, was ist denn hier los? Könnt ihr bitte mal wieder das normale Licht anmachen? So, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, stopp. Keiner ruft an. Können wir bitte das normale Licht anmachen? Ich bin doch gleich unten. Die Sendung ist doch gleich aus. Wir brauchen nur den letzten Anruf, der eine Leitung trifft. So, stopp, keiner ruft an. Stopp. Könnt ihr bitte mal das Licht anmachen? Stopp, keiner ruft an. Wir müssen heute wahrscheinlich früher raus, weil hier wird das Studio umgebaut oder was? So Leute, es hilft nichts. Wir müssen früher raus, es muss jetzt irgendeiner treffen. Keiner ruft die Nummer, ich mache den letzten Countdown. Irgendeiner muss da sein. Wenn Sie 2000... Ich kann das nicht fassen. Da der Hausmeister hier rein. Das war letztes Jahr, ich kann mich erinnern, letztes Jahr bei Kabel war das genauso. Da hast du Live-Sendungen und da tappt da so ein Depp rein. In der Live-Sendung. So, keiner wählt die Nummer. Bei Null. Bei Null muss hier muss jemand die Nummer wählen. So, meine Damen und Herren. So, wo ist die Aufnahmeleitung? Sofort zu mir, sofort zu mir, sofort zu mir. Doch, ich muss dir eine Information geben. Achtung! So. So.
dass das schriftlich bitte... Wo ist die Redaktion? Wo ist sie? Ist keiner mehr da, meine Damen und Herren. Ich stehe allein hier. 2-8 ja oder 2-8 nein. Trommelwirbel ist auch schon da. Wir sind kurz vor Sendeende, meine Damen und Herren. Licht ist aus. Wo ist denn die Aufnahmeleitung hin? Sag mal, wo seid ihr denn alle? Ihr seid alle weg. So, Achtung. Jetzt. Leute, das kann nicht wahr sein. Ist der Wahnsinnige schon wieder da? Ernsthaft, was soll denn das? So, und dann, also wenn Sie schon Ihre Arbeit machen als Hausmeister, ne, mit einem Bier in der Hand. Leute, das können Sie nicht sehen hier. Der steht hier mit einem Bier in der Hand, mit einem Bier und kehrt. Kippe hinterm Ohr. Seit wann sind Sie bei ProSieben als Hausmeister? Kaugummi im Mund. Sie setzen sich nicht bei mir jetzt hier ins Studio in der Live-Sendung bei Sat.1. Das kannst du nicht verhindern. Sie haben doch einen Vorgesetzten. Sie haben doch jetzt, Sie rauchen doch jetzt nicht die Zigarette. Leute, der will hier im Studio rauchen. Ich rauche hier im Studio. Das ist meine Dienstzeit. Mal Sie, Sie wissen nicht, was Fernsehen heißt, was Live heißt. Sie sind hier keine Aufzeichnung. Da kommt doch eh keiner drauf. Aber da kann ich ja... So, was ist denn jetzt? Was soll denn das für eine Spur sein? Was heißt denn Spur? Mach fertig! Mach fertig! Es sind ein dickleibiger, hässlicher Hausmeister, Bier und Dinge Zigarette rauchen in meiner Live-Sendung, Leute. Das nimmst du sofort zurück. So, ich werde bedroht, ich werd bedroht bei Sat.1, meine Damen und Herren. Muss ich nämlich auch mal sagen, man konnte... So. Das ist auch Arbeit, was ich mache. Ist der Wahnsinn? Ich mach das sauber, wenn da nicht sauber ist, dann guck das Sendung mal. So, Sie gehen jetzt raus, Sie sind live drauf, Sie können nicht mit dem Bier hier durch die Sendung laufen, mit so einem dämlichen Besen. Und deins mach ich meins aus. So, jetzt ist hier Testbild. Die Sendung zu Ende, sitze ich da herin. So, jetzt ist hier Testbild. Schau mal, schrei recht dort. Sag mal, ich glaube, ich spinne, jetzt schreien Sie doch nicht so. So, und die Kippe. Sie, du, er will die Kluppe so, von meiner Zigarette. Er möchte die Zigarette hier anzünden in einer Sendung. Was soll denn das? Hier hinten ist Testbild, das Licht ist aus. Das ist deine Sendung, aber mein Boden und der muss sauber sein, mein Freund. So, morgen, meine Damen und Herren, gibt es einen Hausmeisterjob übrigens hier bei Sat.1, weil der ist definitiv raus. So, Kamera hat den nicht ins Bild nehmen, der ist ja wahnsinnig. Meine Damen und Herren, wir sind gleich unten, Testbild ist auch schon da. So. Der hat mal fettig gemacht. Der raucht mal fett im Studio. Das ist unfassbar. So, wer da draußen sitzt. Ich habe Angst, meine Damen und Herren. Glauben Sie nicht. Da kommt ein Hausmeister. Da kommt ein Hausmeister, völlig irre. Ja. Und, der geht auch nicht mehr. Glauben Sie nicht, ne? Meine Damen und Herren, der geht nicht mehr. Wieder zu mir, komm, nicht den zeigen da, den Wahnsinnigen. Bruder, der geht nicht mehr raus. Der bleibt jetzt so lange hier, bis er sauber machen kann. Der Wahnsinn, Leute. Das Licht ist aus, wir haben Testbild mittlerweile. Irgendeiner muss mir eine Lösung nennen. Regie! Regie! Okay. Ja, was ist denn jetzt? Ja, was willst du denn jetzt? Wir brauchen einen Zuschauer, der hier mitspielt. Und die Leute, die denken, wir spinnen. Ein Hausmeister kommt hier reingelaufen, das Licht geht aus, Testbild läuft. Also meine Damen und Herren, ich kann mich nur entschuldigen dafür. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin selber wie, ich komme wie heißt das, wie die Jungfrau zum Kind, meine Damen und Herren. Ich habe damit nichts zu tun. Weder ich kann das Licht steuern, noch weiß ich, ob da jetzt ein Herr der Hygiene hier reinkommt. So, Barbara Salisch gleich im Anschluss. Das ist für jeden Fall für Sie, Barbara Salisch. Aber da wird der Hammer fallen. Da wird der Hammer fallen. Außerdem, ich mache das Spiel. Ja, Sie können mich ruhig... Bilden Sie ein Tier für Ihr... Ich habe einen Hund. Probier doch mal, mein Hund, kein Wort hat er ein Leben lang gesagt. Du kannst kein Tier bilden. Wieso kannst du kein Tier bilden? Weil Viecher blättern. Wenn der Blätter so rum, dann kann kein Tier bilden, sagt der Wahnsinnige. Gehen Sie doch mal mit dem Bier raus.
Das ist eine Kindersendung. Gib dir genau 5 Minuten. Und dann willst du mich rausschmeißen. Du da weg, weil das ist Putzlicht hier. Was putzen, Arbeit. Wir haben betrunkene... Die Tiere bilden. Fix, schon wieder da. Schau das an, ein riesen Dreck. So, meine Damen und Herren, es tut mir leid. Wir haben einen penetranten Putzmeister hier, der definitiv in der Live-Sendung das Studio nicht verlässt und mich aus dem Studio verweisen möchte. Als Putzmeister bin ich mit der Verweis. Ich bin der Gastgeber dieser Sat.1-Sendung. Jetzt stellen Sie mal vor, die Königin Frau Hesch wäre hier. Da würden aber Brüste rollen, meine Damen und Herren, bei unserem Hausmeister. Bei unserem Hausmeister. Ich kann dazu nichts mehr sagen, ich bin völlig platt, meine Damen und Herren. Normalerweise würde ich den packen und hier rausschmeißen. Das Problem ist nur, ich glaube, er ist stärker. Und ich glaube, in seiner Verfassung wird er mich umhauen hier, live vor der Kamera, wird er mich umhauen. Vielleicht sollten Sie aufhören, so viel zu saufen. Das ist wieder das Klientel. Das ist wieder das, so kennt man sie. Assi. Da kommt ein Hausmeister mit dem Besen hier rein, trinkt Bier, kaut Kaugummi, raucht eine Zigarette, meine Damen und Herren. Haben Sie das Festbild da hinten zu verantworten? Da ist normalerweise unser Logo drauf. Schaffst du das noch? Trinkst du das noch, heißt das? Bei dir vielleicht, wo du hier bist. So, meine Damen und Herren. So. Hören Sie doch auf, Ihren Rotz hochzuziehen. Ist ja eklig. Boah. So. Ja, es ist jetzt sauber, Sie können gehen. Wir sind immer noch live, ne? Leute, wann sind Sie denn gebucht worden? Sie sind um 2 gebucht worden, oder wann? Es ist 2:30, nee, es ist 3:30. Wann sind Sie denn gebucht worden? Da spielt Musik. Da hinten auch. Leute, wenn Sie sowas in der Live-Sendung erleben, ich traue mich den Herrn nicht im Rücken zu... Was ist denn jetzt, wenn ich eine Antwort wisset? Was war denn dann? Sie dürfen nichts vorsagen. Ich aber. Ey, wie assi ist das denn? Ich bin im Betrieb für einen Reinigungsbetrieb Bauer in München und ich arbeite nicht für ProSieben, ich bin nicht gebucht. Ich arbeite was. Und wenn ich jetzt was wissen darf von dem Spul, was war denn dann? Das ist ein Spiel und kein... Du kannst froh sein, wenn ich jetzt mal Mai halt. Dann darf nämlich ich das Geld gewinnen. So, und jetzt kommst du. Das heißt Spiel und ich spul. Bei dir daheim vielleicht, wo du her bist. Daheim und nicht daheim. Aber bei uns in München heißt es Spul. Bauern, alles Bauern, meine Damen und Herren. Hier, das da, ja, ist seit, ich sage jetzt nichts, weil er wird wahrscheinlich ausholen. Ich hab noch Arbeit. Ja, was mache ich denn hier? Ich hab noch, gell? Meine Damen und Herren, ich kann mich überhaupt nicht mehr auf meine Leistung konzentrieren. Der ist also so ein armer kleiner Hausmeister, der mich hier anscheißt. Es stinkt nach Sakrotan, als hätten sie hier 5000 Liter verschüttet. Es reicht auch ein Spritzer, wenn überhaupt Sie hier sauber machen müssen. Bei dir reicht nur ein Spritzer, das weiß ich schon. Bei mir muss gleich hingehen. So, meine Damen und Herren, irgendeiner wird 2800 Euro gewinnen. Leider haben wir gerade einen Wahnsinn, aber die Sicherheit wird gleich kommen. Könnte jemand mal die Sicherheit holen? Hä? So, die Sicherheit kommt. Fliegen Sie raus. Dann war es das mit Ihrem Job. Ja? Und mit Ihren neuen Kindern, die Sie verfüttern müssen. Es ist jetzt sauber. Wie heißen Sie denn mit Nachnamen, dass man das kurz festhält? Bauer. Bauer, meine Damen und Herren. Das ist Bauer. So, wir brauchen noch einen Zuschauer, der 2800 Euro haben möchte. Was ist Ihr Name? Ja. Sie werden morgen ernsthafte Probleme bekommen hier bei uns. Wie lange arbeiten Sie schon hier bei uns? Wahrscheinlich lange. 18 Jahre. 18 Jahre. Mach ich den Boden sauber, das ist mein Revier. Und ich kann nichts dafür. Aber Sie können doch nicht in der Live-Sendung, das Licht ausmachen, Testbild machen und hier rumplären. Ah, ins Bett. Jetzt es ist aber noch Live-Sendung. Ohrrufer. Es gibt doch noch eine Lösung für 2800 Euro, da können Sie doch nicht hier so rumplären. Und sagen, es gibt keine Lösung mehr und spulen. Und bauen. Ja, wie du aus Südschweden kommst und kein scheiß Deutsch sprechen kannst. Oh, Leute. Also, meine Damen und Herren. Ein Münchner wisst ihr das.
Ja, das aber es ruft vielleicht auch ein Herr aus Hamburg an, der mit München nichts zu tun hat. Aus Hamburg, bitte. Nur weil Sie, Bauer, nein, aus... Nein, bei dir einer aus Hamburg ruft. Leute, können wir mal die Sicherheit holen? Die Sicherheit lassen wir wegbringen. Genau. Das mag ich auch nicht mehr. Wenn man jetzt bei solchen Leuten aggressiv gegenüber wirkt, man muss versuchen, dann Ruhe zu bewahren und besänftigend auf dieses Tier einzuwirken. Ich glaube das nicht. Jetzt rotzt er auf die Kamera, Leute. Meine Damen und Herren, man muss versuchen, in so einer Situation, in so einer Leistung, die Fassung zu bewahren. Jetzt ist da ein Herr und ich könnte mir nur vorstellen, dass jetzt irgendeiner mit einer Kamera hier reinkommt und sagt, hahaha, Herr Schradin, wir haben Sie, weil sowas habe ich noch nie erlebt. So, vielleicht ist irgendein Zuschauer da draußen, der noch 2.800 Euro haben möchte. Sie müssen noch aus diesen verbleibenden Buchstaben ein Tier bilden, meine Damen und Herren. Und dann kann auch gern Herr Bauer hier bleiben, solange er dann nicht die Sendung stört. Ja, Herr Bauer? Ich spreche ihn jetzt einfach nicht mehr an. Mein Redakteur sagt gerade, ich soll ihn einfach nicht mehr ansprechen. Leichter gesagt als getan. Leichter gesagt als getan. So, 2.800. So, meine Sendung ist in 5 Minuten aus. Ist das richtig? So, 5,5 höre ich gerade. In 5,5 Minuten ist meine Sendung, müssen wir zu Barbara Salisch sowieso rüberschalten. Vorher wird definitiv jemand eine Leitung treffen. Dann haben Sie hier Ihre Ruhe. Entschuldigung, dass ich hier gerade Live-Sendung habe. Ist Security nicht da, Regie? So, meine Damen und Herren, jeder von Ihnen hat noch die Möglichkeit, 2.800 Euro sicher zu gewinnen. So. Also ich glaube, der ist nicht ganz normal, der Herr, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob das... Normalerweise muss man Respekt haben, wenn eine Kamera auf Rotlicht ist. Wenn Sie vielleicht ein bisschen ruhiger sein könnten, dann könnte ich hier wenigstens noch meine Sendung fertig machen. Und wir haben auch ein Publikum zu Hause, das auch ein bestimmtes Niveau hat. Und auf das Niveau wollen wir uns, das Publikum und ich, nicht herablassen. Entschuldigung, meine Damen und Herren, aber... Das ist wegen meiner Frau, verzeiht. Ich habe doch gesagt, wenn Sie vielleicht ein bisschen leiser sein könnten, dann könnte ich das mit meinen Zuschauern hier noch zu Ende bringen. Meine Damen und Herren, wenn Sie mögen, sind Sie noch schnell herzlich eingeladen für die letzten Sekunden dieser Sendung, die dann... Ja, jetzt in diesem Fall Gott sei Dank vorbei ist, können Sie definitiv 2.800 Euro gewinnen. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie eventuell noch wach sind. Jetzt höre ich aus der Regie auch nichts mehr. Wahrscheinlich der Saft abgeschnitten hier oder was. Was sehen Sie denn? Sehen Sie noch ein Tier oder was sehen Sie auf Ihrem Fernseher, meine Damen und Herren? Daneben. So, meine Damen und Herren, Ihr Gesamtgewinn von 2.800 Euro blinkt hier extrem. So, kann man nochmal das normale Licht anmachen? Hier. Und wenn Sie vielleicht nur mal kurz rausgehen würden. So, wer 2.800 Euro haben möchte, meine Sendung ist in 3 Minuten aus. Und es muss jemand treffen. So, ganz kurz nicht anrufen, ganz kurz nicht anrufen. Alle, die jetzt zu Hause sitzen, gemeinsam mit mir, bei 0. So, nicht anrufen, ich mache nur einen kurzen Countdown von 5. Deshalb bitte jetzt alle sammeln und Ihr Tier lösen, wenn Sie noch eins haben. 2.800 Euro bekommen Sie dafür. Achtung, alle gemeinsam, noch nicht wählen. Alle gemeinsam in 5, 4,
3. Noch nicht anrufen, erst bei 0. 2. 1. Jetzt! 0. 1. 3, 7, 9. Machen Sie mit. 4, 4, 4. 1, 1, 1. Jetzt! Wollen Sie 2.800 Euro haben, nehmen Sie mir bitte ein Tier. Und entschuldigen Sie bitte nochmal in aller Form diese Unannehmlichkeiten hier in unserer Live-Sendung. Ich habe versucht, das irgendwie ruhig zu halten. Das war aber ein bisschen schwierig, aber ich glaube, jetzt. Ich brauche einen Anrufer spätestens in 10. 9. Ich zähle nicht auf 0. Ja? Ja? 6. 5. Getroffen. Wer ist am Telefon? Ja, hallo, Daniel. Daniel! Ja. Kennen Sie Ali Khan und seinen Biber? Ja. Hä? Kenn ich. Hä? Bitte? Kennen Sie Ali Khan und seinen Biber bei Sat1? Ali Khan und sein Biber? Ja. Nein, eigentlich nicht. Kennen Sie nicht? Den kennen ja nicht. Haben Sie gedacht, das ist unser Hausmeister? Ja, sicher, oder haben Sie ja gesagt. Ja. So. Aber wir müssen den Zuschauer kurz in dem Punkt aufklären, dass du gar nicht der Hausmeister bist, Ali. Ehrlich? Sondern, dass Ali gerade ein bisschen Spaß mit mir gemacht hat. Aber, Daniel? Ja? Du kannst 2.800 Euro gewinnen. Wie hat dir die Sendung gefallen? Sehr unterhaltsam. Ja, sehr unterhaltsam. Es war ein bisschen Action. Ein bisschen sehr viel Action, ja. Aber 2.800 Euro, darum geht's. Was hast du für ein Tier? Und zwar der Wolf. Der Wolf. Ja! Das geht. Gewonnen! Ja. Daniel, 2.800 Euro. Ist das was? Ja, perfekt. Ja, das ist Weltklasse. Kommen Sie raus hier. Ja, ich bin der Falsche. Ich bin der Falsche. Raus. Daniel! 2.800 Euro, bleib am Telefon. Ja, komm. Ja? Raus jetzt. Viel Spaß mit der Kohle. Tschüss. Jo, danke. Ciao.